Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Don't Starve Together mit Regi und einer neuen Welt. Hallo Regi. Hallo zusammen. Ja, wir sind in der letzten Folge in eine neue Welt eingestiegen, haben gleich mal alle unsere Ressourcen gefunden, die wir brauchen zu Anfang und versuchen jetzt den Winter ein bisschen besser zu überleben. Denn wir haben tatsächlich ja auch einen kleinen Privatspeicherstand gemacht zum Üben und Regi hat nochmal ganz alleine gespielt. Ja, jetzt bin ich aber richtig gut, also... Und also ich denke mal, dieses Mal wird es besser laufen. Vor allem jetzt, wo ich mit Controller spiele, wird das alles um einiges schneller gehen. Ja, stimmt, da war was. Oh, ich habe Marmor gefunden. Ja, cool. Was für eine Marmorquelle haben wir hier eigentlich? Oh, ich habe aus Versehen einen Schmetterling getötet. Doch, so gesehen. der war... Ich habe mir... Oh. Hä? Ich habe mehrere Schmetterlinge getötet. Hier liegen überall tote Schmetterlinge jetzt. Ups. Wie hast du das denn gemacht? Nö, keine Ahnung. Also, wahrscheinlich einfach mit der Tatsache, dass ich halt um dich herumgefuchtelt den Wald hast. Angezündet habe. Ja. Also der Wald brennt übrigens immer noch. So. Ja, keine Ahnung, aber diese knochigen Bäume bleiben ja hier so stehen, wie sie sind, ne? Ja, du kannst sie kaputt machen, ne? Ja, nee, ich kann nicht so viel tragen. Deswegen frage ich, aber wenn die hier nämlich so stehen bleiben, dann kann ich das so lassen, dann ist gut. Das ist voll die Verarsche hier. Irgendwo stand, dass Willow keinen Feuerschaden nehmen kann. Anscheinend kann sie es ja doch. Ja, kann sie auch. Oh. Okay. Und die Holzkohle kann nochmal in Flammen aufgehen. Das ist sehr interessant. Das ist wirklich interessant. Ich benutze gerade eine Maschine, um das Marmor kaputt zu machen, damit ich es aufheben kann. Ja, sehr cool. Ja, na denn. Oh oh. Nein, so, Holzkohle bleibt hier. 10 Marmor am Start, cool. Cool. Ich weiß gar nicht mehr, wozu brauchte man nochmal Asche? Au! Leben, Heiltränke und so weiter. Echt cool. Okay. Oh, ich bin bei dir. Dann habe ich ziemlich viel davon. Cool. Was machst du denn sowas? Ich bin in ein Wurmloch reingesprungen und bin hier gelandet. Achso. Ah, da kommt eine Spinne und greift mich direkt an. Dann pass auf, weil der Wald brennt. Ich glaube, es brennt jetzt einfach gleich. Also ich hoffe, der Baumgott mag sowas. Ja, hat da irgendwie mehr Verständnis für. Die ganzen Schmetterlinge, ey. Hier liegen überall tote Schmetterlinge. Oh Gott, ey, ich habe den ganzen Wald angezündet. Krass. Also, es brennt immer noch. Upsi, oh, die sind Gräber. Cool. Hier liegen überall Schmetterlinge. Die kann ich jetzt gut gebrauchen, die Schmetterlinge. Was? Schmetterlinge. Tote Schmetterlinge? Ja. Na, dann komm zu mir hoch. Hier sind 3. Ah, sehr schön. Ja, ich habe mit der Maschine ja ein bisschen gekämpft. Dadurch ein bisschen Leben also verloren. Also da ist einer. Also da oben, ne? Und hier unten waren eigentlich auch noch irgendwo 2. Aber die sind scheinbar schon weg, ja. Okay, dann verschwinden sie scheinbar irgendwann auch. Was ist das? Ja, nee, die habe ich gegessen, die da unten waren. Ach so, ja, na und die Asche musst du sofort aufheben, sonst verschwindet sie. Ja, ich weiß, habe ich schon. Ich habe schon ein bisschen was weg wehen sehen. Da dachte ich mir dann auch so, bye bye Asche. Ja, die Holzkohle muss man auch schnell aufsammeln, weil wenn die einmal brennt, dann wird es auch nochmal Asche. Oh, das ist ja nicht so schlimm. Asche können wir immer gebrauchen. Na, Holzkohle auch. Irgendwas war doch. Letztes Mal haben wir doch extra was wegen Holzkohle angezündet. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Aber ja, das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt noch hier rumrenne. Wie das hier überall aussieht, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass... ich wollte nur das Spinnennetz abfackeln, ne? Mehr wollte ich gar nicht. Jetzt haben wir wenigstens Spinnen. Asche und so weiter. Ohne Ende. Ja. Ich trimmer dir mal ein paar Bäume. Ja, perfekt. So. Ja, cool. Ich weiß nicht, wie ich noch davon tragen kann. Nein! Und vor allem dreht die schon wieder.
Nein. Oh, wow. Nein, komm raus. Nein, meine Steine. Nimm sie. Ja. Nimm sie. Los. Boah, mag da keine Steine mehr? Magst du lieber Feuerstein? Ja, Feuerstein. Ja. Da ist der Maulwurf. Ach so. Okay. Eigentlich hat er auch immer... Oh, ich muss eine Fackel. Ich brauche eine Fackel. Nein! Oh. Habe ich keine. Komm hoch zu mir gelaufen, wenn du keine hast. Doch, doch. Also hab schon, aber ich dachte, ich habe eigentlich noch eine angefangen, ne? Okay. Ja, super, dann werde ich direkt mal gleich den Baum aufpflanzen. Die werden wir gebrauchen können. Die Asche packe ich dann in die Truhe, die ich bauen werde. Ja, läuft. Ich muss nur herausfinden, wo unsere Basis ist. Bin gerade nämlich ein bisschen irritiert. Okay. Ach, da. Okay. So. Was ist mit meiner geistigen Gesundheit los, ey? Ich muss ganz dringend irgendwelche Sachen erfinden. Ich dachte, du hast ein Feuer abgefallen, Wald abgefackelt. Freut sich dein Charakter nicht? Ja, hab ich auch. Nicht? Nö, ich dachte auch. Also ich hatte das in Erinnerung, dass es so war. Na, du musst aber dich ins Feuer stellen, ne? Ja, aber da kriege ich ja Brandschaden, also... Scheinbar zählt da nur Lagerfeuer, das kann natürlich sein. Ja, das mit dem Lagerfeuer klingt irgendwie logisch. Und ich kann keine Holzkohle mehr aufnehmen. Ja, dann lass sie erstmal liegen. Du kannst ja jederzeit runtergehen. Ja. Oh, also Chester! Cool. Hey, so geil. Warte, ich bring dir Chester vorbei, dann kannst du genug aufsammeln, wenn du möchtest. Ja, das wäre gut. Weil ich meine, ganz ehrlich, wenn ich schon mal hier unten bin. Ich meine, der Wald ist so groß, der brennt noch eine Weile. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich jetzt noch damit beschäftigt bin, hier den Wald abzufackeln. So, bleiben Sie stehen. Ja. Perfekt. Komm. Was ist das für ein Auge? Ja, das musst du nehmen, dann verfolgt er dich. Nur mit dem Auge verfolgt er dich. Ach so. Ich dachte, ich kann jetzt einfach was reinmachen. Ja, kannst du auch machen. Aber er verfolgt dich dann halt nicht. Du brauchst schon den Stab, der will dann, damit er dir hinterherläuft. Okay, danke. Perfekt. Sehr süß. Augenknochen. Chester ist niedlich. Den Mondstein noch reinmachen. Ja, perfekt. Cool. So. Ja, ich. Ich baue nur schon mal alles auf. Ja, perfekt. Ja, wie gesagt, du siehst ja, ich bin hier irgendwie mehr damit beschäftigt, den Wald abzubrennen und dem Ganzen hinterherzulaufen. Ja, passt schon. Weil es brennt immer noch, ey. Was ich hier angerichtet habe. Oh je. Aber es ist schön. Den habe ich auch mal, Chester. Yay. Hey. So, erstmal Essen machen. Ja. Oh, oh Gott sei Dank. Ja. Oh, das ist, oben sind sogar Schweine. Sehe ich ja jetzt erst. Also eins habe ich jetzt gerade gesehen. Frosch. Dein Lieblingswesen, ne? Ja, ey, wirklich. Es gibt nichts Schlimmeres als Frösche in diesem Spiel. Weißt du, Hunde, scheißegal. Riesenbäume, scheißegal. Frösche, nein, Frosch, ich hab Angst. Genau so, das bin ich. Angst vor Fröschen, aber so, weißt du, so Riesenbäume sagen, ja komm, ist doch gar kein Problem, guck mal. Dass du dich da alleine überhaupt rangetraut hast, den anzugreifen? Oder hattest du keine andere Wahl? Na doch, ich hätte eine Ahnung, ich wollte dich beschützen. Nein, ich meine, aber ich musste in deinem Einzelspeicherstand. Ne, ich hatte keine Wahl. Also beim Einzelspeicherstand hatte ich keine Wahl, weil es war dunkel. Und ich war halt in meinem Lager und ich hatte halt nur den Spielraum von dem Lagerfeuer. Und wenn du nur diesen Spielraum hast, dann versuchst du natürlich alles. Ja, gut. Hätte ich aber einfach was anpflanzen sollen, dann hätte er dich in Ruhe gelassen. Ich hatte nichts zum Anpflanzen. Ach so. Ja, deswegen, also es war schon ungünstig. Irgendwie reagiert Chester aber auch
Nicht so, doch jetzt. Da. Friss, Chester, friss. Oh. Mein Controller ist so einfach, die Dinger zu holen. Welche? Die Schmetterlinge? Ja. Du musst ja nicht extra anklicken oder so, weißt du? Ja, das ist cool. Er hat mich verarscht. Nein. Da war die Fackel. So. Gott sei Dank. So, die verkohlten Bäume lasse ich erstmal hier stehen. Ja, ich hab jetzt keine Lust, die einzusammeln. Das wäre mir jetzt auch ein bisschen viel. Also ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug Holzkohle. So leicht. Ich möchte gerne mal wieder... Ja, cool. Ich möchte mal gerne wieder das Lager sehen. Wie meiner ins Geschenk guckt. So. So, es wird nämlich dann auch langsam Zeit, dann so ein bisschen Essen vorzubereiten, ne? Ach schön, ey. Zum Glück, wir haben sogar einen Steinweg hier, das ist perfekt. Ja, geht ein bisschen schneller, ne? Ja, ein bisschen ist gut. Ach, jetzt habe ich die Truhe nicht gebaut. Oh. Zack. Sogar, ey, ganz ehrlich, ich war so lange weg, da sind sogar die Bärenbüsche schon nachgewachsen. Krass, ey. So. Ich brauche jetzt noch 5. Okay. 1. So, jetzt mal gucken, ob meine geistige Gesundheit damit hochgeht. Ja, perfekt. Ja. Das ist tatsächlich so, wie ich gesagt habe, ne? Ich brauche wirklich dieses Lagerfeuer. Tjo. Hätte ich das gewusst. Aber wir ergänzen uns wenigstens, weil ich das Holz dazu liefere. Ja, richtig. So. Ups. Was du da? Ich muss gerade mein Mikro ein bisschen höher stellen. Das bleibt halt immer so schwer an der Position stehen. Weil mir tut nämlich gerade mein Nacken ein bisschen weh. Ja. So, 4 Truhen für uns. Ja, perfekt. Müssen wir wieder gucken, wollen wir die wieder ordnen irgendwie? Ja, würde ich sagen. Ich weiß zwar nicht wie. Ja, nur müssen wir mal gucken. Irgendwie Essen oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Ja, so. Steine packe ich jetzt mal in eine einzige rein. So. Holzsachen kommen dann da unten rein. So, Scheiße, elektrisches Dingsbums. Irgendwo waren die ganzen Sachen. Da. Gold, Stein, veredeln. Ach so. Oh, Kühlschrank, wo war der nochmal? Ach da. Kühlbox, 2 Gold und ein bisschen Stein. Ja, das kriegen wir hin. Okay. So, du hast gesagt, Holz war unten. Genau. Mache ich da nämlich noch die Holzkohle mit rein. Hä? Hey, ich hab doch den Stein mitgenommen, WTF. Wieso liegt der denn noch drin? Hä? Ja, gute Frage. Wollte ich den eigentlich mitnehmen. Ach, guck mal, schon Marmor, Feuersteine und auch Mondsteine. Cool. So, Kühlschrank, wo soll der hin? Aha, warte, wir brauchen erstmal eine Alchemie-Maschine. Ja, das habe ich jetzt nämlich auch gerade angefangen mal zu gucken. Ja gut, dann brauche ich Holz. Dann brauche ich Holz. Für was? Für die Alchemie-Maschine. Ich habe mein Holz gerade für Truhen ausgegeben. Ah, okay.
Gut, ach, da ist der andere Wald. Gut. So, aber wir müssen höchstwahrscheinlich des Öfteren mal so einen Baumgeist besiegen. Wieso? Naja, wenn wir die ganzen Zapfen von denen aufessen im Winter. Ach so, ja. Obwohl im Winter wachsen die ja gar nicht, ne? Stimmt, im Winter wachsen keine Zapfen. Das weiß ich gar nicht. Okay, da, doch, doch, haben wir ja getestet. Bei den Zapfen? Also, keine. Ich weiß, dass wir die Farben getestet haben. Ja, ich weiß nicht. Aber wir werden sehen, also von daher. Ja, auch. Wird schon, wie gesagt, also Hasenfallen und dann Hasenfang, ne? Ja. Vogelfallen, Hasenfallen, das sind so die Sachen, die. Ja, ich kümmere mich erstmal darum, dass wir Kühlschränke haben. Ja, genau, das ist sehr gut. So können wir das Essen dann auch lagern, was wir brauchen. Ja, perfekt. Ja, ich werde jetzt mal ein bisschen noch, also einen größeren Vorrat an Steinen besorgen. Und zwischendurch alles Essen aufsammeln. Ja, siehst du, wir müssen mal gucken, ob wir vor dem Winter irgendwie noch eine Angel gebaut kriegen, beziehungsweise mehrere wegen dem Fisch. Weil du weißt, die Fischstäbchen geben ordentlich Heilung. Mhm. Na, dafür müssen wir Spinnen töten. Ein Spinnen ist das ja, ja leider schon verbrannt. Ja, ich dachte, ich krieg Seide damit aber irgendwie. Ja. Oh, wenn ich das Spinnen jetzt verbrenne, kriege ich bestimmt Seide. Die ist überhaupt gar nicht höchst entzündbar. Nein, nein. Das ist ein Spiel. Spiele sind unlogisch. Nein, sind sie nicht. Doch. Nein. Doch, Spiele sind unlogisch. Nicht bei solchen kleinen Dingen. Da sind sie sehr penibel. Ja. Verdammt. Könntest dich ja auch vor Feuer durch eine Holzwand schützen, aber es geht auch nicht. Eine Holzwand? Ja. Oh, ich kann nichts mehr tragen. Wie soll mich dann eine Holzwand gegen Feuer schützen? Wir sind gerade bei Themen von wegen logisch und unlogisch. Ach so, alles ja, okay. Ja, oh Gott. Verstehe. Deswegen war mir das so unlogisch. Ja, das sollte unlogisch klingen. Ja gut, hat es auch. Du siehst, es hat funktioniert. Ach ja. Ich werde mir ganz viele Zapfen für den Winter horten. Mach das. Ich will eigentlich eher gucken, dass wir genug Hasen und Obst und Farmen brauchen wir auf jeden Fall. Ja, aber ich meine, wenn ich schon Holz sammle die ganze Zeit. Ja, klar. Na, nur die Kiefernzapfen kann man nicht essen, ne? Genau. Der Rest muss tatsächlich auch in den Kühlschrank. Naja, genau. Chester? Komm schon. Ue. Ach nee. So, hattest du schon elektronische Dingsbums gebastelt oder soll ich das machen? Nee, hatte ich nicht. Mach das. Ich habe zwar jetzt angefangen, Gold zu sammeln und Steine zu bauen, aber das war's auch schon. So, wie schnell das geht. Ich habe jetzt schon wieder 57 Holz. Echt? Ich verwandle mich einmal, mach bang, 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 weißt du, und dann pflanze ich ein paar Zapfen und freue mich einen Keks. Ja, naja, dann. So muss es sein. Ja, ich werde hier alle möglichen Steine jetzt erstmal abbauen. Ja, mach das. So, elektronisches Ding ins Boot. Da. Ach, hier unten sind ja wieder dieser Grasgecko-Bau. Ja, ganz genau, der war auch da. Ja.
Aber irgendwie bis jetzt keine Geckos da. Ja, komisch, ne? Keine Ahnung. Haben wahrscheinlich keinen Bock mehr. Aufgefressen. Haben jetzt zwei Tode von uns miterlebt und dachten sich, ne? Das machen wir nicht mehr mit. Nee, wahr. Ich muss mir eine Schaufel basteln, ey, das regt mich gerade auf. Dass du keine Schaufel hast? Na, ist da ein Baumstumpf ist. Wo ich das Gerät nicht aufbauen kann. Ja, dann. Ja, dann hole ich mir ein paar Gräber und mach die kaputt. Ach so, ja, mach das. Ach komm, ey. Das waren jetzt aber viele Steine. So, und ich glaube, ich stelle mir jetzt auch noch ein Verlagerfeuer hier hin. Einfach nur, damit ich geistige Gesundheit kriege. So, dann nochmal Stein. Zack. Was mache ich denn? So. Ja, nimm's doch! Nimm's vor! Achso, ich habe keinen Platz im Inventar. Okay. Okay. Das erklärt einiges. Ja. Und was brauche ich jetzt? Zwei Gold. Ja, ich muss ja. Also, wenn du Gold hast, dann kannst du es gerne vorbeibringen. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich muss hier mal ein bisschen rumstehen, aber. Das Maschinenviech? Nee. Hand. Ach so. Gold hast du jetzt. Huch. Hat da jemand gemiauzt? Ja, da hat jemand gemauzt. Gemiauzt, ja. Ich brauch Gold. Ja, bring ich dir gleich hoch. Ich glaube, wir haben jetzt auch langsam genug Steine. Oder? Ich weiß nicht. Haben wir? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Ich habe ein 40er Stacks und 6 noch so. Keine Ahnung, ob das jetzt reicht, ob ich. Wobei, du brauchst dringend Gold, ne? Ja, um Kühlschrank zu basteln. Ja, nee, dann komme ich jetzt hoch. Ich komme hoch und bring dir Steine. Ja, cool. Also Goldsteine, alles, was du willst. Yeah. So lobe ich mir das. So soll ja, eine, ne? Frau sein. Ja, eigentlich müssen Männer immer noch alles nach Hause bringen. Pff, was ist das denn für Sexismus, ey? Geht's noch? Ja. Frauen sind zu mehr gut als zu Hause zu sitzen. Ja? Ja. Na, denn ist ja gut. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das Einzige ist. Ach ja, oh. Ich glaube, ich bin jetzt gerade fast. Bin ich jetzt an unserer Basis vorbeigelaufen? Nein, du läufst noch weiter. Nicht. Hast du die Minikarte nicht offen? Doch. Ja, musst du einfach nur zu mir gehen. Ja, du, so wie du warst noch nicht zu sehen auf der Minikarte. Und ich habe nur gesehen, so, oh, Grasbiom. Oh, ups. Ja, so läuft das dann. Da bist du. Was? Ja. Und jonglierst du mit dem Stein? Ja, kannst du mal sehen, was ich alles kann. Stirb, Schmetterling! Ja, ich seh's schon. Okay, dann. Hä, wieso ist Chester so grün? Okay. Ach so! Ja, weil ich gerade was in der Hand hatte, was, und so weiter. Wie. Ich weiß gar nicht, wie viele Steine brauchst du denn überhaupt? Komm hier. Ich brauch kein, ganzes Deck. Ich brauch keine Steine, ich brauch Gold. Gold. Ach so, sorry. Ja, Gold. Du läufst doch noch weg. Ja, weil ich Gold will. Das war so geil. So. Steine, nein, keine Steine, um Gottes Willen. Nein, jetzt habe ich meinen Stein da liegen lassen. Achso. Jetzt geht's los. Nein. Ja, sehr schön. So, Chester, komm her. Gib mir die Steine, die du da noch drin hast.
Jetzt haben wir viele Steine, das finde ich cool. Nur noch ein, so ein Stein. Also so einen fertigen habe ich hier noch reingemacht. Und... Gott, ey, ich weiß gar nicht. Ach, da. Da war schon welche drin, cool. Den Salpeter mache ich auch zu Stein, weil den findet man ja da in den Steinen drin. Jojo. So, zwei Kühlschränke am Start. Perfekt. Ja, einwandfrei. Nicht schlecht. Dann hier meinen Magen mal auffüllen. Was? Oh, ich habe, glaube ich, zwischendurch eine schlechte Karotte gefressen. So, fünf Schmetterlinge packe ich mal auch in den Kühlschrank. Jetzt sind es nur noch vier, weil ich aus Versehen einen gegessen habe. Okay, ja, macht ja nichts. Ja, Schmetterlinge geben 10 Leben, ey. Das ist OP, wenn man viele Schmetterlinge hat. Okay, das ist krass. So. Oh Mann, ich muss dringend Sachen erfinden. Meine geistige Gesundheit ist bei 25. Boah. Naja, es ist halt, weil ich die ganze Zeit nur rumgerannt bin. Kein Lagerfeuer in Aussicht, nichts. Ich meine, ich hätte Blumen einsammeln können, aber daran habe ich irgendwie auch nicht gedacht. Mach den Ofen. Schmortopf. Und dann? Kohle haben wir, Stein haben wir. Das kannst du erfinden, oder nicht? Ach so, ja. Ja, na du, ich habe so, so einiges, was man hier so erfinden könnte. Hier eigentlich. Ach, einen Rucksack kann ich noch erfinden. Cool. Ja, perfekt. Geht's dir besser, ja? Ja, sehr gut. Eine Schaufel brauche ich sowieso. Yay! Rasierapparat ist auch immer gut. Ja, jetzt geht's hier bergauf, Mensch. Ach cool, mit dem Code Roland Rucksack zu haben, ist noch geiler. Wieso? Weil alles jetzt unten in der Leiste ist. Die Leiste hat sich einfach nur erweitert. Cool. Ja, das ist natürlich richtig gut. Was siehst du, apropos, um Gottes Willen. Was, wolltest du jetzt die Folge wenden? Nee. Also, nein? Wollen wir doch, noch weitermachen? Oh, oh mein Gott. Ja, wir haben es diesmal irgendwie wieder, ne? Ja. Ja, doch, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze für heute mit wunderschönem Regenwetter. Toll. Ja, dann sehen wir uns Dienstag wieder und dann sind wir pitsche-patsche nass. Yay! Bis dann! Ciao. Tschüss!